Wir demonstrieren das Wechseln eines Schleifbandes bei einer Schleifmaschine, um Profilböden zu schleifen. Das alte Band einfach runterziehen. So. Ochsenblutböden beginnt man als erstes mit der 16er Körnung. Die Körnung steht in jedem Band jeweils drin, sowie auch ein Pfeil, der die Laufrichtung angibt. Die Maschine liegt und dreht sich, wenn sie so liegt, im Uhrzeigersinn. Dementsprechend dann das Band auf die Walze. Das ist schon alles, das spannt sich von alleine. Walze wird betätigt mittels dieses Hebels. Den nach unten senkt sich die Walze auf den Fußboden und schleift. Hebe ich hier wieder an, dreht sich die Walze in der Luft. Dieses Prozedere darf niemals im Stand passieren, sondern immer in Bewegung. Ich werde es demonstrieren. Ich starte den Motor, es brummt jetzt unheimlich laut, langsam losfahren und langsam die Walze auf den Boden setzen. Dann schleife ich bis hinten ran, hebe, bevor ich ankomme, leicht an, dass die Walze in der Luft dreht und keine Beule mir in den Boden schleift, senke langsam ab und fahre gleichzeitig rückwärts. Schleife die gleiche Bahn zurück, die ich gekommen bin, hebe wieder leicht an beim Richtungswechsel, versetze eine halbe Bahn, setze langsam wieder ab und schleife die nächste. Und so geht es immer weiter. Und ganz wichtig, einfach wirklich bei jedem Richtungswechsel Walze anheben, damit eben keine Beule im Boden entsteht.